Schon einmal der kürzeste Weg von Luzern auf Bern gefahren ist, der könnte das Ende buchen. Könnte es echt wirklich? Eine voralpine Landschaft, ein langgezogenes Tal, lauter Höger und Berge. Aus allen Krächen pumpt das Bächli, das Wasser sammelt sich auf dem Talboden zur kleinen Emme. Die Höfe liegen verstreut an den Hängen und auf den Ecken, jedes Heimetli ein kleines Himmelreich. Da und dort steht am Dorfrand eine kleine Fabrik oder eine Sage. Zoberst drin oben gibt es nichts mehr als Steine und Felsen, ausgewaschene Kalksteine, Karrenfelder, wie hier auf der Südseite der Schratte. Und erst noch das Volk, das da lebt. Was sind das für Leute? Ein Entlebucher, was ist das? Wenn man die Frage stellt, dann sollte man auch die Antwort darauf geben. Das werden wir jetzt machen, liebe Zuschauer, und Ihnen in dieser Sendung berichten von Land und Leuten im Entlebuch. Und zwar in Wort und Bild, mit Klang und mit Musik. Mit Musik haben wir angefangen. Und zwar war es eine Showband aus Aeschlismatt unter der Leitung von Hermann Studer, wo uns den Postillon-Galopp gespielt hat. Aber wie gesagt, wir wollen auch ein bisschen berichten über die Gegend. Und das kann wahrscheinlich niemand besser als Sie, Andreas Schmidiger. Sie sind Redakteur von der einzigen Lokalzeitung, die regelmässig hier im Entlebuch rauskommt. Sie sind ein Entlebucher. Sie wissen viel, viel mehr als ich. Ich weiss eigentlich nur, dass das Entlebuch, glaube ich, der grösste Amtsbezirk vom Kanton Luzern ist, oder? Ja, flächenmässig ist das Amt Entlebuch etwa ein Viertel vom ganzen Kanton Luzern. Aber bevölkerungsmässig stellen wir nur noch so rund 6%. Und daraus sieht man, dass wir besiedlungsmässig recht dünn dran sind. Hingegen bevölkerungsmässig hat das Entlebuch in den letzten 100 Jahren ist es leicht zurückgegangen und sogar in den letzten 10 Jahren, bei der letzten Volkszählung, hat man weniger Leute gehabt, als vor 10 Jahren vorher. Wohnen die Leute ganz verzettelt über das ganze Gebiet? Natürlich wohnen sie im ganzen Amt, aber die drei grossen Gemeinden, Entlebuch, Schöpfen und Aeschlismatt,
sind die grössten Gemeinden und stellen zusammen mehr als die Hälfte der Einwohner. Aber es hat auch in den kleineren Gemeinden hat's Leute und bis neben raus in die abgelegenen Gebiete und Gehöfte hat man doch allen Orten noch Einwohner. Haben Sie in diesen abgelegenen Gegenden spezielle Probleme, Herr Schmidiger? Ja, in diesen abgelegenen Gebieten, wo es hauptsächlich Bergbauern hat, hat man auch die Probleme, die man etwa überall hat in diesen Berggebieten. Es hat vor allem einen Haufen abgelegene Höfe, wo die Bauern keine Frauen mehr bekommen. Die Mädchen, die Bauernmädchen gehen lieber ins Dorf oder in die Stadt und suchen sich irgendeinen Job oder einen Beruf, der ein bisschen weniger anspruchsvoll ist, wieder so neben aussen. Ich höre, Andreas Schmidiger, dass Sie sich bis ins letzte Detail gut auskennen. Und ich glaube, er ist der richtige Reiseführer, der uns die kulturellen und auch die wirtschaftlichen Aspekte des Entlebuchs näher erklären kann. Wir wollen aber noch ein zweites Mal zu Wort kommen. Das heisst, wir haben ihn schon zu Wort kommen, nämlich den Toni Schaller. Der Toni Schaller ist Professor an der Kantonsschule. In der Nebenzeiten, da tut er auch zur Feder greifen. Er hat sich als Schriftsteller, als Lyriker einen Namen gemacht. Das Gedicht, das wir am Anfang gehört haben, stammt von ihm. Und Sie könnten vielleicht unseren Zuschauern die Dörfer vom Entlebuch näher vorstellen. Am liebsten würde ich alle 9 Gemeinden vorstellen. Das ist aus Zeitgründen nicht möglich. Wir müssen uns beschränken auf 5. Und zuerst gehen wir miteinander auf Flüeli hindern. Das Waldämmental, da ist alles ein bisschen stotzig. Das Dorf ist klein, die Kirche auch. Sie steht auf einer kleinen Flur, die dem Dorf den Namen gegeben hat, Flüeli. Ein gemütliches Dorf, ein Bergdorf, aber es hat Leben drin. Resignation, dummes Zeug, das könnte man nicht. Ein Bergbauer muss werken, wenn er leben will von seinem Boden. Die wunderschönen Gläser, die heute noch im Küchlihaus zu Langnau zu sehen sind, stammen aus der Zeit, wo im Entlebuch noch eine florierende Glasindustrie war. Im 18. Jahrhundert sind die Familien Sigwart und Enzme aus dem Schwarzwald ins Entlebuch gekommen. Es ist ihnen erlaubt worden, im Flüeli hinten und später zu Romos eine Glashütte aufzustellen. Sie haben dann eine Zeit lang Glas gebrannt und dabei auch einen Haufen Wald abgeholzt. Die Glasindustrie ist im Entlebuch etwa 150 Jahre lang betrieben worden und dann wieder verschwunden. Sind die Flüeli-Gläser mit ihren kräftigen Farben und Formen nicht schön? Verschiedene Sprüche stehen auf diesen Gläsern, wie zum Beispiel «Gott mit uns, alle Zeit, von nun an bis in Ewigkeit, 1748». Wie einfach sind doch die kleinen Kunstwerke angemalt. Und gerade die Einfachheit ist das, was die Fachwelt so bestaunet. Wenn wir noch ein bisschen bei der Glasindustrie bleiben wollen, so dürfen wir nicht vergessen, dass nicht nur sie unser Holz geschlagen haben. Es ist auch für die Salpetersäule gebraucht worden, wo man daraus Schiesspulver gemacht hat. Und besonders auch noch für einen anderen Industriezweig, für einen Milchzucker. Die Glas-, Salpeter- und Milchzuckerindustrie vom letzten Jahrhundert zeigen, dass der Entlebucher nicht nur vom Bauern allein hat können leben und auch heute noch vielfach seine Arbeit an einem anderen Ort muss suchen. Thank you.
Der Schnellpolka «Nur gern kurz ziehen» von Lorenz Giovanelli hat die Trachtengruppe Flüeli tanzen. Vorher haben wir von der Kirchenmusik Flüeli unter der Leitung von Röbi Balmer den Marsch «Imperial Echos» von Arnold Saffroni gehört. Wenn auch viele alte Industriezweige im Entlebuch ausgestorben sind, so ist doch neben etwas moderner Betrieb auch das Köhlern geblieben. Das Handwerk muss verstanden sein und es ist nötig, dass man Tag und Nacht dabei ist, wenn der Meiler brennt. Zuletzt gibt es den Holzkohle, wo man zu verschiedenen Zwecken kann brauchen. Quartett Hermann Studer spielt und Fahne schwingen tut Martin Friedli. Die eigentliche Urindustrie des Entlebuch, das kann man schon sagen, war die Alpwirtschaft. Hier auf dem Arni Bergli sehen wir so einen Alpbetrieb, wie es ihn heute nur noch selten gibt. Die Alpler-Familie wohnt im Sommer ein paar Wochen hier oben und lebt hier ganz von der Selbstversorgung. Die junge Generation wird das allerdings nicht mehr so machen können, wie sich die alten Leute noch gewohnt sind. Ein Haufen Bauern aus dem Flachland gehen ihre Gusti im Sommer gern auf eine Alp, weil das für die Tiere so gesund ist. Wegen dem hat die Jungviehzucht gerade auch im Entlebuch einen guten Namen. Auf dem Arni Bergli haben sie nicht nur Gusti, sie haben auch Milchkühe und die Milch wird dort verkäsert oder verankert. Der Franz Vogel, er ist jetzt bald 73-jährig, hat den Sommer seiner Lebtung auf der Alp verbrungen. Und er tut jetzt diesen Sommer zum 53. Mal auf dem Arni Bergli selber käsen. Das gibt einen Haufen zu tun und muss vor allem verstanden sein. Die kleinen Alpkäsereien werden länger sie mehr wegkommen. Es gibt heute im Entlebuch nur noch einmal ein halb Dutzend solche Alpkäsereien. Zuerst wird die Milch im Kessi warm gemacht und dann muss er etwas drin tun, dass die Milch dick wird. Er sagt dann Kassler und dann wird wieder fest gerührt.
Es braucht ordentlich viel Geduld, bis der Brei so fein ist wie Reis. Und der wird noch einmal geführt. Und wenn es so weit ist, hilft ihm Mutter Vogel, das Zeug ins Käsetüchli einzupacken. Dann kommt es auf die Käsebanke und ins Järb und alle Sirte muss rauslaufen. Das ist ein kleiner Einblick ins Leben auf einer abgelegenen Alp. Man will aber auch dem Herrgott für die guten Speisen danken und den Segen auf die Alp abrufen. Unsere Bauern können schon wegen der Topografie und wegen dem rauchen Klima nicht auf den Ackerbau ausweichen. Zentlibuch ist als Voralpengebiet besonders günstig für die Graswirtschaft und damit auf die Produktion von Milch ausgerichtet. Etwas anderes, was für die Wirtschaft eine grosse Bedeutung hat, ist das Holz. Wir haben bereits vorher von der Holzkohlerei am Napf gehört. Ein paar Sägereien und Holzverarbeitungsbetriebe sind eigentlich die ursprüngliche Industrie im Entlebuch. Thank you.
Ländlerkapelle Hans Muff hat uns noch Polka vom Rudi Fuchs gespielt. Morgenstunde im Wiesengrund. Nicht weit vom Napf, auf einem abgelegenen Hoger, ein paar Häuser noch beieinander, ein stattliches Hotel, eine Kirche, ein Schulhaus, mitten durch eine Strasse. Das gibt ein Dorf, das Bergdorf Romos. Man könnte jede Hausecke, man könnte jeden Rank. Nebel gibt es selten. Das Romos kann man leben und mehr braucht es nicht. Ein Abruzzendorf im Luzerner Cento Valley. Lang werden wir die alten Schnapsbrennereien nicht mehr sehen. Sie werden bald der Vergangenheit angehören. Und wenn ein Bauer Mostobst hat, muss er seinen Schnaps in einer modernen Brennerei brennen. Trotz dem bekannten Entlebucher Kaffee ist das Entlebuch kein Schnaps geworden. Das Obst gerät bei uns zu wenig gut und darum müssen wir den meisten Schnaps einführen. Aber es macht einem schon Spass, wenn man so einem Meister von der heutigen verbliebenen Alchemie zuschauen kann. Und zu so einer heimeligen Atmosphäre gehört auch ein bisschen Musik. Und darum möchten wir die Schweizer Örgeli Trio Schrattengruss bitten, den Schottisch für Blasenholzer vom Söpf Stauder zu spielen. Der Hauptort des Entlebuch. Die Hauptstrasse ist breit, weil das Dorf vor 150 Jahren abgebrunnen ist. Ein gepflegtes Dorf, alles sieht neuzeitlich aus. Stolze Häuser, grosse und kleine, eins ums andere, schön in der Reihe. Moderne Geschäfte und einfache Lädeli stehen wie Geschwisterte nebeneinander. Schöpfen haben Geld, hat es immer geheissen. Schöpfen ist ein Marktplatz und so etwas wie ein Kulturzentrum. Neben der grossen Landwirtschaft gibt es auch noch ein bisschen Industrie. Stirb nie vor das Ganze.
so selige Sache, rätische brave Mann, wie man keine findet. Das war der Jodl-Club Schüpfen. Er hat uns unter der Leitung von Röbi Rösli der Entlebucher Chorreihe gesungen. Seit über 50 Jahren gibt es im Entlebuch eine gute Rosszucht. Gezüchtet wird ein Typ vom Freiberger Ross. Wie an allen anderen Orten sind die Ross auch bei uns zurückgegangen, aber es gibt immer noch mehr wieder 600 Ross im ganzen Entlebuch. Und jetzt machen wir einen Abstecher ins Rotmoos hinterher. Vom Dorf Entlebuch hat man zwei ganze Stunden zu laufen, bis man in der abgelegenen Gegend hinten ist. Aha, und niemand, die Mutter würde nicht schimpfen. Ja, schön. Wir sehen Fräulein Rosa Wicker, die da oben 33 Jahre eine Gesamtschule mit 7 und eine Zeit lang mit 8 Klassen geführt hat. Jetzt in den letzten Jahren sind es nur noch 5 Klassen und die 5 Klassen haben zusammen noch 17 Kinder. Vom Rotmoos sieht man bis auf Wertestein führen. Und jetzt wollen wir dort in der renovierten Klosterkirche einen Besuch machen. An der Emme zu Wertestein soll um 1500 herum eine Nacht zu Nacht gehört haben singen. Und eine alte Chronik sagt, es sei ein gar herrliches, liebliches und süßes Gesang gewesen, also, dass er nicht anders erachten können, als müsse ein englisch und himmlisch Gesang sein. Auf dem Felsen oben ist dann ein Muttergottesbild aufgestellt worden. Man hat zuerst eine Kapelle gemacht und später eine Kirche und ein Kloster gebaut. Im 17. Jahrhundert haben die Barfüßer Franziskaner von Luzern das Kloster Wertestein übernommen und sie waren dort, bis Luzern 1838 das Kloster aufgehoben hat. Die Anlage mit den beiden Vorkapellen und mit dem Säulengang, der italienischen Charakter hat, nimmt in der Renaissance-Architektur der ganzen Schweiz eine besondere Stellung ein. Beeindruckend tun nicht nur die grossen Züge vom Bau mit der reichhaltigen Abwechslung und auch mit den mehreren Stilrichtungen. Schön sind vor allem auch die Einzelheiten, das Chorgitter mit der wertvollen Schmiedeisenarbeit. In den Kassettengemälden im Chor spielen die wiederentdeckten, musizierenden, andächtigen und fast neckischen Engel eine Hauptrolle in der Freskenmalerei. Auch die vom bekannten Bar-Orgelbauer Bossert geschaffene Orgel ist wieder aufgefrischt worden. Thank you.
Die Ländlerkapelle Alois Aregger hat dem Alois seine eigene Komposition Entlebucher Kost gespielt. Eines dieser Dörfer trägt den Namen der Landschaft, das Terrassendorf Entlebuch. Nach dem Bahnhof ist das Industriequartier. Das bringt Geld in die Gemeinde, man kann ohne kantonalen Finanzausgleich leben. Die Strasse ist eng. Mein altes Holzhaus steht neben einem modernen Bau. Ein heites Dorf. Ein aufgeschlossenes Dorf. Da läuft etwas durchs Jahr aus. Freundliche Gasthäuser stehen hoch an der Strasse. Man kann nicht anders. Da muss man einkehren. Zum Beispiel in Dreikünge. Ein Ereignis aus der Geschichte ist bis heute nicht vergessen worden. Das ist der Bauernkrieg von 1653. Nach dem 30-jährigen Krieg ist es den Bauern wirtschaftlich nicht gut gegangen und die Obrigkeit in der Stadt hat ihre Untertanen geplagt. Die Entlebucher haben sich erhoben und haben gegen die Stadt gekriegt. Der militärische Führer der Entlebucher war der Christian Schiebi. Ein Schiebikeller zu Entlebuch ist in 10 Bildern dargestellt, wie der Bauernkrieg einen Verlauf genommen hat. Zuerst haben die Bauern miteinander beraten und da sind sie einig geworden, sie wollen sich wehren und gegen die Obrigkeit in der Stadt losziehen. Die Entlebucher und die Emmentaler haben zusammengespannt, aber es hat sich gezeigt, dass auf dem Land die militärischen Führer gefehlt haben. Der Schiebi war ein Kraftmensch, der zwei Rosse klüpfen konnte, aber von Strategie und von Taktik hat er nicht viel verstanden. Wir sehen auch auf dem Bild, dass die Bewaffnung der Bauern und den städtischen Truppen ungleich war. Die Entlebucher waren schlecht ausgerüstet und wegen dem mussten sie auch nicht kommen. Sie mussten den Kürzer ziehen. Der Christian Schiebi ist gefangen und gefoltert worden. Und am 7. Juli 1553 haben sie ihn enthauptet und auch die restlichen Aufstände abgedrückt. So lang, was Entlebuch besteht, haben wir von jeder Furcht verdreht. Mir neu ist für den Wanderband, noch nicht am Streit die Herrscher wohnt. Mir heilt mit Fusch noch unseres Fracht, mit seiner Böses wird sich schwer schlacht. Ei, Freiheit hofft mit Gott,
Auf der Passhöhe. Das eine Wasser geht gegen Luzern, das andere ins bernische Emmental. Die Kille kommt richtig zur Geltung vor einem breiten Platz mit dem Scheibendenkmal. Geschaute Köpfe, man sollte sie nicht nur auf dem Dorfplatz sehen. Man sollte zuschauen, wie sie arbeiten. Man sollte zu ihnen zusitzen, wenn sie jassen im Gasthaus. Zuhöckeln und hören. Thank you.
Das war ein lüpfiger Ländler von Alois Schilliger, der Fidele Heiri. Gespielt hat eine Kapelle Paul Schmidiger von Aeschlimatt. Zum Marbach, zinderst im Tal, geht unser Streifzug zu Ende. Schauen Sie die Köpfe. Eine herbe Haut, ein weiches Herz. Jeder weiss sich zu wehren, jeder findet sie rank. Wenn er einen Maul auftut, dann sagt er etwas, was muss gesagt sein. Ein Entlebucher, was ist das? Ausklingen tut unsere Sendung mit der Feldmusik Marbach. Sie wird uns unter der Leitung von Söck Hoch den Marsch Frohe Klänge von Fritz Siegfried spielen.